So, moin Jungs. Also ich bin jetzt gerade wieder am Stream. Das ist jetzt der letzte Stream-Test. Ich habe jetzt mal Twitter und YouTube verlinkt. Ich hoffe, das hat jetzt auch alles gepasst. Ich weiß jetzt nur nicht, was genau mit Twitter passiert und bei YouTube auch nicht passiert. Ich denke mal, bei Twitter wird es gepostet, dass ich gerade stream. Und bei YouTube lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Ja, auf jeden Fall, ich starte jetzt mal eine Runde FIFA. Also ich spiele jetzt auf jeden Fall mit meiner spanischen, englischen Mannschaft. Im Sturm habe ich Di Maria und Fabregas und Mata aus der englischen Liga. Aber es wird sich zeigen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe mich jetzt auch bei der PC-Version noch nicht so reingeschaut und geschaut, was da alles möglich ist. Ich habe mir die Videos angeschaut, die waren bisher alles sehr geil. Ich habe auch meinen Online-Charakter gesehen von jemandem, der ein Video gemacht hat. Also müsste es theoretisch online auch gehen, aber ich glaube, das ist den PC-Leuten vorbehalten. Ja, und zum Spiel. Das läuft super. Ne, der Gegner ist... Ich sehe den irgendwie noch gar nicht so stark. Ach, leck mich doch am Arsch hier. Das funktioniert nie. Wenn ein Eckball gestoßen wird und der Ball danach im Mittelfeld landet und dort einen perfekten Spieler von mir wartet, um dann ein Tor aus zweiter Reihe zu schießen, dann geht der nie rein. Also ich weiß nicht warum. Also eigentlich total unrealistisch. Nein! Ach! Ach, leck mich doch! Was geht denn ab hier? Deswegen hasse ich FIFA. Ich hasse es. Es macht mich aggressiv. Der Gegner war noch nicht einmal gefährlich bei mir vorm Tor und ich werde wahrscheinlich 2-0 verlieren. Ja, es ist so lächerlich einfach nur. Ja, komm, du mit deinen Bauerntricks da. So, Knicks hat sie drauf. Was? Elfmeter? Ich glaube, das erste Mal, wo er jetzt bei mir im Strafraum war und kriegt einen Elfmeter. Es ist einfach so lächerlich. Also im Elfmeter schießen, da mache ich eigentlich jedes Mal ein Tor. Bei der Abwehr, ja, ist Glückssache. Je nachdem, was für ein Gegner... Ja, okay. Der war jetzt nicht schlecht. Also die meisten Gegner, die wissen einfach nicht, wie man Elfmeter schießt. Ich weiß nicht, warum das liegt, woran das liegt, aber es ist nicht schwer bei FIFA ein Elfmeter-Tor zu schießen. Also online zwar schwieriger wegen dem Ping, aber es ist jetzt keine Meisterleistung, Elfmeter zu verwandeln. Aber viele Online-Gegner sehe ich ja selber, die haben echt Probleme. Deswegen schießen die immer direkt auf den Torwart. Und dann gehen die meisten Bälle auch rein. Ach du mit deinem scheiß Bauerntrick hier, kannst gar nichts. Den hohen Pass oder normalen Pass im Lauf extrem runtergeschraubt. Also das ist nicht mehr so präzise wie... Ach, fick dich doch! So, Iniesta ist wesentlich besser im Dribbling. Eigentlich der beste überhaupt bei FIFA, finde ich. Zumindest mal im Foot-Modus. Ja, ach... Ach ja, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich einfach nur. Es ist so lächerlich. Ey, so eine Missy. Das hasse ich einfach an FIFA. Ich bin fast allen Gegnern immer überlegen. Hab sogar meine Abwehr auf defensiv gestellt. Klar, ich mache einen Fehler im Mittelfeld, verliere den Ball dann nochmal in der Abwehr. Aber dann irgendwie keine Chance mehr an den Ball ranzukommen. Andersrum, wenn mir das passieren würde, dann wären sofort drei Gegner mich herum und ich würde kein Tor schießen. Sergio Busquets. Iniesta. Jetzt also. Arschloch, du. Ich sehe erstmal die zwei Zuschauer. Ich weiß noch nicht, wie ihr mich gefunden habt. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ich hoffe, es ist ein bisschen unterhaltsam. Auch wenn ich gerade nicht so viel am Quatschen bin, weil ich hochkonzentriert bin. Ich bin dann auch nass geschwitzt gerade. FIFA ist echt anstrengend für mich, das... Boah.
Joe Busquets. Ein Versuch der Balleroberung. Mata. Sergio Ramos. So, Jungs. Und Achtung! Tja! Jawoll! Aber das ist so typisch Ultimate Team. Man ist die klar deutlich bessere Mannschaft, liegt 2-0 hinten, total unverdient, und dann nach dem 2-0 hinten, dann Shepherds vorne erst, wenn die Gesamtstärke der ausschlaggebende Wert ist. So. Iniesta. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hinten. Na, spiel doch! Und Achtung, was macht meine Fresse! Das Problem ist auch, ich habe überhaupt gar keinen Auswechselspieler bei der Mannschaft, weil ich einfach nicht die nötigen Points hatte. Nicht Points, Münzen. Coins, so war. Ach komm, fick dich doch, du Arschloch! Meine Fresse! Ja, jetzt bin ich auch noch hinten. Jetzt setzt sich schön durch. Ach ja! Iniesta. Jetzt sieht er. Jawohl! Ich liebe Iniesta. Es ist meiner Meinung nach der beste Spieler in ganz FIFA. Also da kann kein Robben, da kann kein Ribery, da kann kein Ronaldo, Messi oder sonst wie sie alle heißen, mithalten. Der marschiert durch die Leute durch vom Feinsten. Es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Also ohne Iniesta im Mittelfeld, da wäre mein Team einfach nichts wert. Zack, den ersten, nächsten, zack, Torwart auch noch. Bam, Junge. Da müssen wir die Zigarette anmachen. So schlecht der Gegner, das wird ja wohl möglich sein, hier 3 Punkte nach Hause zu holen. Ja, tolle Chance. Schieß doch! Di Maria. Fabregas. Der ist so schlecht. Jetzt ist er Möglichkeit jetzt. Ey. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn ah, der war zu weit. Der war zu weit. Jaks! Besser kann man den Ball noch nicht treffen. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber weil dann hast du eine stärkere Abwehrleistung im defensiven Bereich. Und bei Eckbällen natürlich einen weiteren kopfballstarken Spieler auf dem Feld. Super Flanke! Costa! Ach! Shaqiri! Ey, ganz ehrlich, fick dich einfach nur. Fick dich so dermaßen, ey. Ich krieg richtig schlechte Laune bei diesem Drecksspiel. Das ist nicht normal, was hier abgeht. Ich krieg echt schlechte Laune bei dem Spiel. Der Typ, er kann einfach nichts. Er ist so schlecht. Er ist so dermaßen schlecht. Guck mal, der kann noch nicht mal hier mal einen Iniesta abwehren. Guck, ich marschiere da bei 4 Leuten vorbei, bis ich endlich mal einen Ball verliere. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Ah ja, super Pass, ey. Was für ein cleverer Pass. Iniesta. Mann, ey, das ist so einfach gegen den. Aber sobald der einen Ball hat und keine Ahnung, ich ausgeglichen habe, dann ist es nicht mehr möglich, an den Ball zu kommen. Der haut jedes Ding rein. Meine Fresse, ey. Wenn jetzt nicht gleich das 5-4 für mich kommt, dann kotze ich. Dann kotze ich dermaßen ins Essen bei so einem Noob, ey. Ja, komm, und jetzt wahrscheinlich hier. Das gibt's nicht. Meine Abwehr.
Tor, oder? Ja. Die dachten, der Ball sei drin. Nichts da. Der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Und wieder ist er auf dem Posten. Der ist wirklich schier. Das sieht gefährlich aus. Und das nachdem er. Oh Mann. Ich rast aus. Ich hab echt Pipi in den Augen. Ich weiß um Scheiße, ey. Meine Fresse, ich krieg echt richtig schlechte Laune.